Wir kommen mal zu einem sehr positiven Video, so hoffe ich das zumindest. Und zwar geht es hier um das positive Denken. Und ja, ich weiß, egal wo ich hingehe, in jedes Land, in jede Stadt, in jedes Dorf gibt es Idioten und es gibt tolle Menschen und einen Haufen Sachen dazwischen. Es gibt aber so eine Grundrichtung. Und hier in Tansania ist die Grundrichtung sehr positiv. Die Menschen denken positiv. Und ich will euch mal erklären, woher das denn kommt. Nun, angefangen hat das Ganze in den Anfang 60er Jahren. In den Anfang 60er Jahren war der erste Präsident von Tansania, Julius Nyerere. Und dieser Mann hatte eine Vorstellung. Man nennt das heute den afrikanischen Sozialismus oder wie es hier heißt, Ujamaa. Und Ujamaa, das war ein Ausdruck für Frieden, für Freiheit. Jeder Mensch soll frei sein, jeder Mensch soll seine Meinung sagen dürfen, jeder Mensch soll in Frieden, hat das Recht, in Frieden zu leben. Und ja, das hat er in den 60er Jahren eben angefangen. Und es gibt sehr viele, wenn er jetzt mal nachgoogelt und vor allem Wikipedia, wenn er reinschaut, da gibt es sehr viele Leute, die das als gescheitert betrachten oder auch so annehmen. Es gibt, gut, Wikipedia, da kann ich euch gleich eins dazu sagen, Wikipedia ist gut, wenn ihr mal wissen wollt, wie so ein Kondensator funktioniert, ein Motor funktioniert, wie so ein Auto fährt. Wikipedia ist absolute Scheiße, wenn es um Politik oder um Menschen geht. Das können die nicht, ja? Das sind die nicht objektiv genug. Und von daher, ihr könnt gerne nachgoogeln, ihr werdet dann feststellen, dass alles, was ich jetzt sage, falsch ist. Weil da gab es eine Soziologin, und diese Soziologin, die meinte, erzählen zu müssen, dass es hier militärische Gewalt gab, um den Ujamaa umzusetzen. Die erzählt, dass es hier Ujamaa-Dörfer gab, also die gibt es bis heute nicht. Die Einheimischen hier wissen auch nichts davon. Und es war auch nie das Militär mit im Spiel. Also das wäre das Letzte gewesen, was Nyerere damals wollte, das Militär ins Spiel zu bringen. Tatsache ist allerdings, dass er dafür gesorgt hat, mit Auflagen, also mit praktisch Vorschriften gemacht hat oder Gesetz daraus gemacht hat, dass die Menschen, wenn sie hier aufgewachsen sind, woanders arbeiten müssen. Oder wenn die hier in die Schule gegangen sind, ist die Prüfung woanders. Das heißt, er wollte daraus einen Mix erreichen. Es gibt hier 128 verschiedene Stämme, oder Tribes, wie man sie hier nennt, mit etwa 95 verschiedenen Sprachen. Und Nyerere hat gesagt, wir müssen das durchmischen, wir müssen mixen. Und wenn wir das mixen, ja, dann kommt eine Völkerverständigung zusammen. Ja, ihr kennt das vielleicht vom Beruf her. Innendienst oder Außendienst, immer Streit. Nimmt man mal ein paar Leute aus dem Innendienst und lässt sie mit dem Außendienst mitfahren und andersrum lässt man den Außendienst mal ein paar Tage im Innendienst verbringen, dann hat jeder für den anderen Verständnis. In der Regel. Sture Hunde gibt es überall, ne? Gibt es auch hier. Ja, und das ist der Grund oder der Anfang, der Beginn für diesen positiven Denken, diesen Miteinander. Die Leute hier haben teilen gelernt, die Leute haben gelernt, mit einer Sprache umzugehen. Im Gegensatz zur offiziellen Wikipedia-Meinung, dass die deutschen Kolonisten hier die Swahili eingeführt haben, sagen die Einheimischen hier, die Deutschen haben hier überhaupt nichts dergleichen gemacht, sondern auch das war der erste Präsident, der aufgrund seiner Ujamaa, also aufgrund des afrikanischen Sozialismus, seine Idee verwirklicht hat und gesagt hat, wir brauchen eine einheitliche Sprache. Der Vorschlag kam sicherlich von dem Deutschen, ja, nimm Swahili, das ist am einfachsten. Ich weiß nicht, ob heute die Deutschen das noch so sagen würden, aber ausgeführt oder das umgesetzt hat das der Julius Nyerere. Und jetzt kommen wir dann gleich zum Positiven. Lass mich mal ein paar Beispiele bringen, was das positive Denken hier ausmacht. Und ich nehme jetzt mal einfach Vergleiche zu Deutschland. Ich weiß, manche von euch wollen das nicht, aber in dem Fall kann man es, glaube ich, ganz gut vergleichen. Eins der Beispiele ist hier, dass wenn ich jetzt ein Auto habe in Deutschland und ich, meine Frau,
lässt die Handtasche im Auto liegen, auf der Beifahrerseite. Vielleicht das Fenster sogar noch einen Spalt auf. Und jetzt wird dort eingebrochen, jemand nimmt die Handtasche raus. Was passiert jetzt? Die Versicherung sagt ja, du bist ja selber schuld, denn du hast ja den Dieb dazu verleitet, das zu tun. Nun, hier ist das ein bisschen anders. Hier würde man sagen, ich kann hier auch 1 Million in Bargeld auf dem Beifahrersitz liegen lassen, denn das ist mein Auto und es geht keinem was an. Und keiner würde auch auf die Idee kommen, da reinzufassen. Vielleicht würden ein paar am Fenster gucken und sagen, wow, hat der einen Haufen Geld. Aber es wird keiner auf die Idee kommen, da reinzufassen. Die wenigsten. Das ist der Unterschied. Ich würde hier keinen verleiten, sondern es ist ganz einfach so, der Böses tut, der ist böse. Nicht der jemanden verleiten würde, etwas Böses zu tun. Und das ist schon ein Punkt. Wenn ihr in der Arbeit, ihr habt einen Terminauftrag, es ist alles ganz eilig. Einer macht einen Fehler und an der Produktion geht was schief. Was passiert? In Deutschland passiert Folgendes. Man sucht den Schuldigen und wenn die ganze Produktion steht und wenn alles zu spät ist und man sucht den Schuldigen, bis man ihn endlich gefunden hat und zur Bestrafung führen kann. Hier wäre das anders. Hier wäre das so, dass man sagt, oh, da ist ein Fehler passiert. Da würden alle alles dran setzen, das doch noch rechtzeitig rauszukriegen, die Produktion oder was immer das die Ware, und würde alles versuchen, das wieder hinzubiegen. Danach würde man sagen, Mensch, wer war denn das? Derjenige würde sich wahrscheinlich freiwillig melden und sagen, ich habe es verbockt. Und dann würde derjenige eine Schulung kriegen oder man würde ihm nochmal zeigen, wo der Fehler gelegen hat. Und das ist der Unterschied. Mambo. Ja, das ist der Unterschied hier in Tansania, ist das komplett anders. Aber auch anders, nehmt euch mal, ich bin ja viel im Außendienst gewesen. Ja, es gab Unfälle, an denen ich rangekommen bin. Und die waren immer oder fast immer so, dass sich erstmal zwei Leute aus dem Auto gepellt haben und sich gegenseitig angeschrien haben. Also man hat sofort geguckt, wer ist hier schuldig, was ist los. Ich möchte hier von einem Unfall erzählen. Ein Auto kam die Sandstraße entlang, ein Motorradfahrer auf der anderen Seite. Und das Auto ist ausgeschwenkt, der Motorradfahrer ist ausgeschwenkt und ist gegen so einen kleinen Felsen mit dem Vorderrad gekommen. Er hat sich überschlagen und hat sich ein Bein gebrochen. Im Krankenhaus wurde er gefragt, wer war denn schuld? Das ist jetzt eine echte Geschichte, die es hier wirklich gab. Übrigens, der gefragt hat, war ein Deutscher. Im Krankenhaus hat er gefragt, wer war denn schuld? Der hat geguckt, was soll denn das jetzt für eine komische Frage sein? Ja, der Stein natürlich, denn der Stein war mir im Weg. Ich finde das toll. Und ich finde das auch sehr, sehr positiv, so zu denken. Auch, ob ihr jetzt ein Schreiben kriegt von irgendeiner Führerscheinstelle, von einer Stadtverwaltung oder selbst wenn ihr in euren Reisepass, in einen Ausweis reinschaut, dann werdet ihr immer Wörter finden wie verpflichtend, strengstens, verboten oder sonst was. Es wird eine Rechtsmittelbelehrung dabei sein, wie du bestraft wirst, wenn du was Falsches machst. Ich werde in einem der nächsten Videos mal einen tansanischen Pass euch vorführen, was da drin steht. Das ist die reinste Höflichkeit gegenüber dem Land, also gegenüber deutschen Landen. Muss man wirklich sagen. Es ist auch so, dass man natürlich hier für bestimmte Sachen sehr hohe Strafen hat. Höher als in Deutschland. Und in Deutschland, sage ich mal, 30 Jahre Knast ist nichts gegen 2 Jahre Knast hier. Das kann ich auch garantieren. Ich war im Gefängnis, ich habe mir das schon angesehen. Ich möchte da nicht eine Woche verbringen müssen. Auf der anderen Seite muss man sagen, in kleineren Sachen, in einfachen Sachen, gilt hier mehr das Belohnungsprinzip. Also man wird hier mehr belohnt, wenn man was Gutes gemacht hat, als bestraft, wenn man Schlechtes gemacht hat. Die meiste Bestrafung, das machen die Einheimischen oder die Bewohner unter sich aus. Ja, wenn ich zum Beispiel bekannt bin als Dieb, also Wisi heißt das hier, wenn ich bekannt bin als Dieb, ja, dann kommen die Leute und sagen, jedes Mal, wenn die mich sehen, Wisi, Dieb. Und dann regelt sich das von alleine. Ich gehe an bestimmte Stellen gar nicht mehr hin. Das heißt, ich brauche dazu keinen Staat.
So, und jetzt zum Schluss von dem Absatz. Was auch sehr positiv, oder was ich sehr positiv finde, ist, dass hier, das geht schon im Kindesalter an, man lernt hier zum Teilen. Ja? Shiriki nennt sich das. Man hat hier auch keinen Neid. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo in einem Video erwähnt. Wir hatten hier mal ein finanzielles Problem und wir leben und lebten, jetzt ja nicht mehr, wir lebten in einem wirklichen Luxusdomizil. Und da kamen Menschen, die herausgefunden haben, dass wir momentan nichts zum Essen kaufen kann, dass es uns wirklich gerade mal an Geld mangelt, weil mein Konto gesperrt war. Dann kamen diese Menschen und haben uns Essen gebracht, Trinken gebracht. Und es war nicht ein Neid in den Augen von wegen, hey, ich komme aus meiner Lehmhütte und gebe dir in deinem Luxusdomizil was zu essen. Es war nicht mal die Frage, ja, zieh halt woanders hin, da kannst du dir wieder was zu essen leisten. Gar nichts in die Richtung. Und das finde ich ist eins, oder sind mehrere Beispiele vom positiven Denken, die ich sehr mag. Ich könnte das noch unendlich weiterführen, aber das Video muss man wieder auf. Was ich auch unheimlich toll finde, es gibt in diesem Land bestimmte Sachen nicht. Es gibt zum Beispiel Wörter. Es gibt hier keine verbotenen Wörter. Es gibt kein Wort, das man nicht sagen dürfte. Ob das jetzt Neger oder Hitler oder Nazi oder sonst was ist, es wird einfach alles so genommen, wie es ist. Wenn ich sage Neger, dann meine ich einen Neger. Wenn ich sage, das ist ein Nazi, dann meine ich einen Nationalsozialisten. Es wird einfach so genommen, wie es ist. Und es wird hier nicht irgendwas ins Negative gestellt. Man kann hier jedes Zeichen, sobald ich nicht ein Hoheitszeichen von Tansania benutze, kann ich also alle Zeichen der Welt nehmen, alle Symbole der Welt nehmen. Es gibt hier keine verbotenen Symbole, keine verbotenen Zeichen. Es gibt auch keinen Rassismus. Es gibt viele Menschen, die sagen, oder ich habe es auch in den Kommentaren schon gehabt, ich möchte nicht mein Leben lang als weißer Neger bezeichnet werden, sprich als Mzungu. Nun, das Wort Mzungu habe ich, glaube ich, schon öfters erwähnt, heißt nicht weißer. Es wird gerne so beim Google-Übersetzer, die nehmen das an, das Weißer steht dann dort. Stimmt aber nicht. Mzungu ist ein Ausländer. Also auch die Leute aus Kenia sind Mzungu, also aus oder Wasungu, ja, wenn es mehrere sind Ausländer. Und aus Südafrika, die kommen Mzungu, Inder, Mzungu. Alles, was hier kommt, was nicht aus dem Land ist, ist Mzungu. So, und wir werden auch so angesprochen. Und warum werden wir so angesprochen? Weil es so ist. Ja, die Leute sagen, hey Mzungu, auch die Kinder sagen, hey Mzungu, ganz lieb und nett sogar. Und die sagen das zu uns, weil wir halt Ausländer sind. Und Ausländer ist hier keine Beleidigung. Ja, egal was. Oder wenn ich halt jemanden aus dem Islam anspreche und sage, hey du, hey Muslime. Dann sagt er, ja hier, was möchtest du? Ja, es ist einfach, es wird hier alles so genommen, wie es ist, so genommen, wie es heißt. Es wird hier nichts interpretiert, was die Deutschen ganz gerne machen. Ja, wenn ich dann sowas wie das N-Wort nehme. Also meine ich doch das gleiche wie Neger zum Beispiel. Wobei ich beim N-Wort noch nicht mal sicher bin, ob es nicht Nazi ist. Aber egal. Warum darf ich das nicht sagen? Vor allem dann, wenn ich das gar nicht im Bösen sage, sondern es einfach so sage, wie es ist. Genauso wie dick, dünn, dürr, fett, sonst was. Ich meine, die Leute, die meine Videos kennen, kennt sie ja, dann wisst ihr auch, dass ich super vollschlank bin. Ja? Also ich habe hier die, ich sage immer so schön, die Tempo-Size, ja, die Elefantengröße. Ich bin fett. Und wisst ihr, wie die Leute mich nennen? Wenn die über mich reden oder wenn die sagen, wenn die mit mir auch reden und sagen, ja, dann hat der eine gesagt, der Fette da drüben, da bin ich gemeint. Bin ich jetzt böse deshalb? Nein. Ich bin fett und deshalb nehmen die das hier so als, ja. Ist halt fett. Ne? Bitte? Merkmal. Was? Ein Merkmal. Als, ja genau, als ein Merkmal. Richtig. Und wenn jemand sehr dürr ist, dann ist halt der oder die Dürre. Ja? Mwembamba. Also es wird immer so benutzt, das Wort, wie es halt ist. Man, oder der mit den grauen Haaren oder der mit den schiefen Zähnen oder der, wir haben einen, der hat einen Hautkrebs, das ganze Gesicht hier runter ist eigentlich total entstellt. Ja, und dann ist das halt der Babu mit dem Krebs. Ja?
Es ist aber nirgends und nie böse gemeint. Und das finde ich hier relativ schön. Auch Mode. Du kannst hier rumlaufen, im Prinzip rumlaufen, wie du willst. Jetzt muss ich aufpassen, das stimmt nicht ganz. Es wird hier nicht gern gesehen, so halb nackt rumzulaufen. Viele Menschen aus Deutschland kommen erstmal nach Sansibar. Sansibar ist sehr muslimisch geprägt. Und dann kommen die aufs Festland und dann sagen die Mädels, ah, jetzt habe ich vergessen, mein T-Shirt anzuziehen, ich habe einen Träger, nur so einen dünnen Träger hier. Oder schulterfrei. Wo ich dann immer sage, was soll das, ist egal. Ja, hier kann man natürlich so rumlaufen. Also es ist keine Pflicht hier in irgendeiner Form, sich dann die Burka rüberzuziehen. Auch nicht auf Sansibar. Die Muslime hier leben, und da kommen wir gleich zur Religionsfreiheit dazu, ja, die leben hier mit den Christen zusammen oder andersrum. Ich höre auch immer, ja, Tansania ist ja hauptsächlich muslimisch geprägt. Absoluter Blödsinn. Der, wo das behauptet, war noch nie hier oder hat keine Ahnung vom Leben. Ja, das stimmt einfach nicht. Ihr könnt nachschauen. Es gibt etwa 35% Muslime und der Rest ist alles andere, nur nicht Muslime. Ja? Also es ist überhaupt nicht muslimisch geprägt oder überhäuft oder sonst was. Und man lebt hier zusammen. Ja, wir haben hier auch, wie hat er gesagt letztens, Fake Islamic. Ja, ich kenne einen Katholiken, der hat sich letztens da so einen Kofi aufgesetzt und da kam ein Muslim daher und sagt, da ist ein Fake Islamic. Ich kenne Mädels, die laufen mit dieser Burka rum, also wirklich, wo nur noch die Augen frei sind. Oder auf einmal grüßen die mich und sagen, hallo Stefan. Und ich sage, ja, servus, kennen wir uns? Ja, ich bin's. So, und dann läuft der Herr gerade mal so rum, weil es jetzt gerade irgendein bestimmtes Fest gibt oder sowas. Aber ja, das war dann die, mit der ich sonst hier beim Baden mit Bikini unterwegs war. Also es ist wirklich so, dass hier leben alle Religionsgemeinschaften wirklich friedlich zusammen. Ich kenne hier Fälle, ein sehr guter Freund von mir, der mir auch immer wieder hilft und sehr viel geholfen hat, ist ein Christ, er ist Lutheraner. Und ist verheiratet mit einer Moslemin. Mit einer Muslimin. So. Hier muss keiner jetzt gleich sein, wie heißt das, Konfession, die muss jetzt nicht angenommen werden oder geändert werden. Man muss nicht, wie heißt das, konfirmieren. Du weißt auch nicht. Die Kameramannfrau weiß auch gar nichts. Ja, auf alle Fälle ist es so. Man muss sich hier nicht irgendwie einigen, ja, bin ich jetzt katholisch oder evangelisch. Ja? Da können Katholiken und Evangelien zusammen heiraten und alles ist gut, jeder bleibt bei seinem Glauben. Und das klappt hier in diesem Land einfach nur wunderbar. Ja, und auch sind die Leute hier nicht nachtragend. Daran muss ich ein bisschen arbeiten, ich bin es nämlich. Das ist so, dass die Menschen hier, die leben im Jetzt. Und zwar nur im Jetzt. Das, was gestern war, das ist vorbei. Das, was morgen kommt, das wissen wir noch nicht. Das interessiert uns auch nicht. Also es wird hier weder vorgedacht, das hat Vor- und Nachteile. Und es wird auch nicht an gestern gedacht. Ja? Das ist wirklich so, dass die Leute sagen, ja, ich habe vor einer Woche irgendwo Mist gebaut. Ich mache mir heute noch Gedanken. Ich mache mir heute noch Gedanken, was ich vor 20 Jahren mal zu jemandem gesagt habe, wo Scheiße war. Oder wo ich irgendwo was Falsches gemacht habe oder blöd agiert habe. Das interessiert die hier gar nicht. Die sagen, naja gut, da habe ich halt Blödsinn gemacht. Und das war's dann. Ja, und es gibt ja auch keinen, der das nachträgt, der dann sagt, ja, du warst ja vor 20 Jahren schon Depp. Ja, wenn ich mir das überlege, in Deutschland, wenn du als Jugendlicher einmal so richtig schön Mist baust, als Jugendlicher, noch nichts im Hirn, dann ist das für dein restliches Leben, bist du geprägt. Die Leute geben dir eigentlich gar keine Chance mehr. Ich kenne Menschen, die haben irgendwie mit der Schule Probleme gehabt und haben einfach die Schule nicht gepackt. Ja, und dann sind sie irgendwann 50, haben eigentlich eine super Leistung vollbracht. Aber trotzdem, ja, es wird immer wieder nachgefragt, was hast denn du überhaupt für eine Schulbildung? Ah ja, das reicht uns nicht, ja, die Noten waren ja scheiße. Da warst du jung, da warst du ein Kind.
Und auf einmal, ja, die Noten waren scheiße, ich kann dich heute nicht gebrauchen. Also wir haben wirklich in Deutschland ein großes Problem in solchen Sachen. Der hat früher mal was geklaut. Dein Leben lang vertraut dir keine Sau mehr, weil du was geklaut hast. Obwohl du das einmal gemacht hast, du hast was auf die Finger gekriegt und es hat sich so bei dir reingeprägt, dass du es nie wieder machen würdest. Im Gegenteil, dass du vielleicht sogar dagegen kämpfst, was andere machen. Und trotzdem bist du in der Gesellschaft in Deutschland ein Depp. Ja, du hast keine Chancen mehr. Oder wenig, sage ich mal, es gibt immer wieder Möglichkeiten. Hier scheint das ein bisschen anders zu sein. Die Menschen, wenn du einen Menschen hier triffst, dann meint er erstmal was Positives von dir. Das heißt, du bist erstmal nie negativ. Und in Deutschland ist es so, hier ist es so, du triffst jemanden, der hält von dir nur das Beste und dann musst du ihm beweisen, dass du in Wirklichkeit ein Arschloch bist. In Deutschland ist das andersrum. Ja? In Deutschland kommt einer und erstmal bist du das Arschloch. Und du hast ganz schön zu beweisen und zu kämpfen, jemandem zu zeigen, dass du in Wirklichkeit ein ganz netter Kerl bist. Und das finde ich, ja, ist schon ein extremer Unterschied zwischen Europa, also nicht nur Deutschland, ja, zwischen Europa und hier. Und das nenne ich positives Denken, so wie die Leute drauf sind. Ob das jetzt immer alles vorteilhaft ist? Nein, nicht unbedingt. Ja, ich meine, es gibt hier Sachen, ich habe schon mal gesagt, ich bin da eher nachtragend, aber dann sagen die dreimal sorry, sorry, sorry und damit hat sich die Sache hier erledigt. Naja, wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, positives Denken kann man eigentlich nur als Vorteil sehen. Vielleicht verstehe ich auch noch nicht alles. Gut, in diesem Sinne, das war jetzt der Abschluss des Videos. Ich fand, das war eins der wichtigsten Videos überhaupt, um euch das mal mitzuteilen, wie die Menschen hier denken, wie die hier drauf sind. Ja, und ich weiß, dass es wieder viele gibt, die hier mindestens 20 Jahre leben und anderer Meinung sind, aber in 20 Jahren immer noch nichts gelernt haben. Ist mir auch egal. Ich finde es hier einfach, seht ihr, habt ihr es gemerkt? Jetzt habe ich negativ wieder gedacht über euch. Ich habe ja auch noch nicht alles gelernt. Ja, vielleicht kommen wir irgendwann mal gemeinsam drauf. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bis zum nächsten Video. Macht's gut.